So, hallo und herzlich willkommen zum zweiten und damit auch schon wieder letzten Part von Blossoming Buds, dem Hex, in dem ich blühende Knospen auf meinem Kopf habe, weil warum nicht? Und wir haben tatsächlich auch die zweistellige Sternanzahl zum Greifen nah. Wir müssen hier nur in diese Röhre springen. Und dann geht es auch schon wieder ins nächste Level. Hier in diesem wunderschönen kleinen Hack. Ich muss sagen, das ist eventuell sogar der beste lineare Hack, den ich bisher so gespielt habe. Von den kleinen Hacks zumindest, sage ich mal so. Natürlich gibt es auch den einen ganz großen linearen SM64 Hack, den wir gerade auch auf meinem Kanal Let's Playen. Wer wissen möchte, welchen Hack ich meine, der sollte da einfach mal schauen. Aber ich sag mal so, wer sich in der SM64 Hacking Szene ein bisschen auskennt, der weiß das im Endeffekt auch schon selber. Nee, aber Spaß beiseite, also ihr könnt natürlich auch gerne in mein Let's Play zu Super Mario 64 Land reinschauen. Das würde mich sehr freuen. Übrigens hier, da geht's in die Röhre. Ja. Aber ich würde sagen, wir machen das einfach mal. Warte mal. Oh, was habe ich denn jetzt ausgelöst? Huch. Okay, ich werde den Hack mal kurz neu starten. Naja, Leute, auch wenn dieser Softlock, dieses Gay Baby Jail jetzt nicht so schön war, machen wir einfach so weiter. Wie bisher, lasst uns davon nicht negativ beeinflussen. Im Endeffekt wollte ich euch zeigen, anstatt dass man in die Röhre springen kann, kann man auch einfach hier ein paar präzise, ja, Wandsprünge machen. Ich hätte es fast geschafft. Aber natürlich schaffe ich es nicht auf Anhieb. Das ist ganz klar. Das ist mir egal. Ich kann auch nochmal sterben. Das, ja, ist mir auch egal. So ziemlich. Sage ich mal so. Komm, lass mich nochmal verkacken. Und dann, ja, dann ist vorbei hier, ne? Aber kann ich das nicht besser machen mit der Kamera? Irgendwie, dass ich das besser sehe? Ich hab das. Okay. Ich hab das blind geschafft einfach. Was bin ich denn für ein krasser Dude einfach? Ja, anstatt einfach durch die Röhre zu springen, ne? Man muss es sich natürlich unnötig kompliziert machen. Ist doch ganz klar, Leute. Ist doch logisch, ey. Sonst wäre ich ja nicht der Mann OP, ja, wenn ich es mir nicht unnötig kompliziert machen würde. Das mache ich nämlich sehr gerne. Für was ist diese Kiste eigentlich? Ich glaube, die ist sogar ziemlich unnötig. Und ich habe die, glaube ich, in meinem privaten Playthrough nicht mal gesehen, diese Kiste. Einfach weil die so unnötig ist. Aber naja, ist in Ordnung. Kiste, ich appreciate dich natürlich trotzdem. Aber ich weiß nichts mit dir anzufangen. Deshalb such dir eine neue Welt, in der du vielleicht auch einen vernünftigen Job machst. Ich glaube, diese Kiste, das ist so der Mitarbeiter, der die ganze Zeit so tut, als ob er was machen würde, aber der die ganze Zeit im Endeffekt einfach nichts macht und auch nichts leistet. Ich glaube, Kiste, bist du dieser Mitarbeiter? Wenn ja, dann solltest du von den Höhlenbesitzern gekündigt werden, ja? So sieht das nämlich aus. So, Leute. Dann gibt es wieder einen Bowser-Fight. Den zweiten von drei. Hier auch wieder die Battle Stage. Die Battle Arena, wie ihr es auch nennen wollt. Auch wieder ein bisschen anders aufgebaut. So, ich würde auch sagen, naja. Hat jetzt zwar nicht ganz so geklappt, wie ich wollte, aber ich lege mir Bowser ein bisschen zurecht. So, come on. Hier kannst du ruhig ein bisschen näher kommen. Na, hoppla. Ja, bitte nicht runterfallen. Das wäre sehr schlecht, würde ich sagen. Ja, jetzt spuckt er ein bisschen Feuer. Jetzt komm. Jawohl, aber du kannst gern näher zur Bombe hingehen. Das darfst du natürlich. Das ist eine ganz klare Sache. So. Und im Endeffekt dann einfach hier in die Bombe reinfeuern. Jawohl. Der zweite Bowser, der braucht ja auch nur einen Hit. Das heißt, den haben wir auch schon erledigt direkt. Na? Der dritte Bowser, der braucht halt immer drei Hits. So, jawohl. Dann gibt es wieder einen Schlüssel.
dass wir das Schlüssel-Schloss-Prinzip ausführen dürfen. Ist natürlich ein sehr schönes Prinzip. Eins meiner Lieblingsprinzipien, würde ich sagen. Und wahrscheinlich können wir den Schlüssel dann hier einsetzen. Jawohl, das ist richtig. Das ist ja auch eine Schlüsseltür. Aha. Und Mario kommt wenigstens näher zum Schlüsselloch. Sagen wir mal so. Wenigstens kommt er dem Schlüsselloch näher. Auch wenn er ihn immer noch nicht komplett richtig reingesteckt hat. Aha, hier unten ist Lava. Wollte ich nur testen. Ne? Ja, okay, wusste ich nicht. Aber macht auch nichts. Im Endeffekt können wir ja trotzdem einfach direkt hier im nächsten Level weitermachen. Und zwar in diesem gruseligen Geisterwald, Leute. Oh nein, jetzt werden wir aber hier... Ja, jetzt werden wir heimgesucht einfach von Geistern. Aber ich hoffe, auch wenn wir hier heimgesucht werden, hoffe ich, dass wir nicht heimgefunden werden. Weil, ja, sonst habe ich hier die ganzen Razzia-Leute habe ich dann hier bei mir zu Hause. Keine Ahnung, was das für ein Joke war, aber naja, typischer Manu-Joke halt, ne? Keine Ahnung, ey. So, hier, komm, vielleicht können wir uns auch direkt in den Stern reinböllern. Naja, nicht ganz. Und ich hätte mich auch fast in den Abgrund geböllert. Läuft bei mir. Aber ist egal, wir kriegen auch diesen Stern. Ich finde es halt krass, ne? Wie selbst dieser Geisterwald schöne knallige Farben hat und es trotzdem passt, ne? Normalerweise gerade in so einem Geisterwald, in so einem gruseligen Thema, gerade da würde man ja eher sagen, so, das muss, ja gut, dunklere Farben hat's ja, aber dunklere, bleichere Farben muss das haben, würde man da eher sagen, ne, aber tatsächlich, also dunklere Farben, ja, das brauchst du schon, aber trotzdem sind diese Farben knallig und kräftig halt, ne, im Endeffekt. Und es passt trotzdem, ne? Finde ich großartig. Schönes Level, auch wieder. Und tatsächlich geht es dann auch schon ins letzte Level von diesem Hack. Hey, ich hoffe, dass der Hacker noch mehr von diesen linearen Hacks machen wird. Das wäre sehr schön. Beziehungsweise habe ich auch gar nicht geguckt, ob der Hacker nochmal irgendwas gemacht hat. Ey, wenn der nochmal irgendwas gemacht hat, was auch so eine Qualität hat, also dann weiß ich, was wir demnächst auch mal zocken müssen. Sage ich mal so, ne? Weil das ist ja wirklich... Also ich weiß nicht, stimmt ihr mir dazu? Also ich glaube, man kann schon sagen, dass das... Ja, also ich glaube, das kann man wirklich sagen, was ich im Endeffekt gesagt habe. Dass das der beste kleine lineare Hack ist, den es da draußen so gibt. Im Endeffekt. So, hier zum Abschluss natürlich noch ein Bowser-Level, ja. Ist vielleicht falsch formuliert. Obwohl, nee, es ist eigentlich sogar richtig. Na, hoppla. Hier sterbe ich jetzt auch. Wo spawne ich dann wieder? Dann spawne ich hier im Wald wieder. Okay, ja gut, ist nicht schlimm. Im Endeffekt waren wir am Anfang vom Level. Und ich weiß gar nicht, bleiben die... Nee, die roten Münzen bleiben nicht gespeichert, ne. Ist aber auch nicht schlimm. Weil das ja linear ist. Ja, aber schreibt mal in die Kommis. Stimmt ihr mir dazu, wenn ich sage, das ist der beste kleine lineare Hack? Ich hoffe, dass ihr mir dazu stimmt. Beziehungsweise, wenn ihr mir da nicht zustimmt. Ne, pass mal auf. Wenn ihr mir da nicht zustimmt, dann sagt mir gerne, welcher lineare Hack noch besser ist. Im Endeffekt... Kann ich natürlich sagen, so an sich bin ich, glaube ich, schon mehr der Fan vom Erkunden. Aber auch das Plattforming kann in Hex sehr, sehr geil sein. Und der hier bekommt es halt absolut gut hin. Ne? Es ist ein linearer Levelverlauf. Und deshalb kommt es hier halt zu 100% auf Plattforming und zu 0% auf Erkunden an. Ne? Sage ich mal so. Außer man, ja, biegt jetzt einmal kurz rechts ab und dann findet man ein One-Up oder so. Aber das ist für mich nicht wirkliches Erkunden, ne? Sag ich mal so, hab ich eine rote Münze verpasst? Nee, oder? Die kommt noch safe, oder? Die muss doch noch kommen. Nee, also wenn ihr sagt, das ist nicht der beste kleine lineare Hack, dann schreibt mir in die Kommentare, welchen ihr noch besser findet.
Dann werde ich mir den auch mal anschauen, weil das würde mich dann wirklich interessieren. Sage ich mal so. Okay, anscheinend habe ich hier aber wirklich eine rote Münze verpasst. Kann das sein? Das kann sein, jawohl. Aber wo habe ich eine rote Münze verpasst? Im Endeffekt, das ist doch ein lineares Level. Wo gibt es denn da was zu verpassen? Bin ich ein Idiot? Ich bin ein Idiot, ne? Ich springe einfach mal hier runter. Hui. Und dann schauen wir halt nochmal. Im Endeffekt. Vor der Röhre? Nee, oder? Vor der Röhre ist ja nichts. Hier in dem Gebüsch, in dem Gestrüpp kann ja auch nichts sein. Prinzipiell. Hier haben wir im Endeffekt auch geschaut. Wo habe ich denn im Endeffekt nicht geschaut? Ach, ich habe da oben. Okay. Da oben. Echt? Hier bin ich. Ach so, das ist hinterm Baum. Okay, fies. Hinterm Baum ist das Ganze. In Ordnung. Ja gut, ich würde sagen, diese rote Münze, die darf man mal übersehen. Im Endeffekt, ja, gerade wenn irgendwas von einem Gegenstand oder von einem Objekt, Bäume sind ja keine Gegenstände, also gerade wenn was hinter einem Objekt ist, klar, dann kann man eine rote Münze auch mal übersehen. Aber sonst, also rote Münzen sind ja generell, das muss man auch sagen, die sind auch als Hacker wahrscheinlich das, was am schwersten zu verstecken ist. Weil rote Münzen sind im Endeffekt das Objekt, was als erstes geladen wird, ne? Was als erstes geladen wird. Ah, shit. Und ich sterbe nochmal. Jawohl. Genau, Leute. Und deswegen ist es halt wirklich schwierig, rote Münzen zu verstecken. Die werden halt wirklich als erstes geladen. Ich glaube, das beste Beispiel ist, wenn rote Münzen in so Boxen sind, in so zerstörbaren Boxen. Dann ist es auch meistens so, ja, zuerst wird die rote Münze geladen, also aus der Ferne jetzt. Und dann erst die Box. Das heißt, man weiß halt, dass eine rote Münze in dieser Box ist dann. Ne? Also, ich weiß nicht. Seht ihr das Problem? Ne? Oder was heißt Problem? Die Schwierigkeit, ne? Sag ich mal, rote Münzen zu verstecken. By the way, glaube ich, das wollte ich eigentlich auch noch ansprechen, in diesem Lava-Level gerade eben. Ich glaube, die Lava-Musik war von Captain Toad Treasure Tracker. Sehr underratedes Game in meinen Augen. Wo ich immer noch auf einen zweiten Teil hoffe. Auch wenn das wahrscheinlich nicht passieren wird, weil, ja, es war halt so ein mega kleiner Titel, der auch nicht viele Leute erreicht hat, sage ich mal so. Aber es gibt halt nichts Vergleichbares, soweit ich weiß, ne? Und wenn es was Vergleichbares gibt und ihr wisst davon Bescheid, dann schreibt mir das in die Kommentare, weil dann will ich dieses Spiel unbedingt spielen. Aber sowas von. Ach man, ja. Und jetzt hier ganz zum Schluss noch kleiner Bowser-Fight, ne? Auch wieder in einer neuen Arena. Also man muss sagen, hey, wenigstens hat er sich die Mühe gemacht. Und auch wenn das hier so ein kleiner Hack ist, hat er sich trotzdem die Mühe gemacht, hier Custom Bowser Battle Arenas zu erstellen. Jawohl, vor uns ist noch eine Bombe, da war ich nicht sicher. Aber jawohl, da ist noch eine Bombe. Und das war auch die letzte Bombe, die Bowser den Rest gegeben hat. Und jawohl, damit kriegen wir auch den großen Stern, der nun unseren Namen trägt. Den habe ich mir doch definitiv verdient, Leute. Dann kommt im Endeffekt einfach der normale Endscreen, den man kennt aus SM64. Und ich würde sagen, wenn euch dieses kleine, aber wirklich sehr feine Let's Play gefallen hat, dann lasst Abo, Like und Kommi da. Und dann ist alles wunderbar. Und wenn ihr mehr lineare Hacks sehen wollt, wie gesagt, zurzeit läuft Super Mario 64 Land. Kann man sich auf jeden Fall auch anschauen. Und ansonsten danke ich mal wieder fürs Zuschauen. Und tschüss.